Der Wasserfall der Leuk direkt im Herzen von Saarburg. Das sind wir heute. Mitgenommen hat uns der Raimund von Schlaftrend Saarburg. Grüß dich, Raimund. Ja, hallo Mike. Heute mal wieder ein schöner Ausflug. Diesmal ging es ins Herzen der Altstadt. Ja, direkt mitten rein in das schöne Saarburg. Wir stehen jetzt hier und wir hören es ja auch an dem größten städtischen Wasserfall Deutschlands. Ist schon imposant und ich kann mir vorstellen, gerade im Sommer wimmelt es hier von Menschen, die hier dieses, ja, den Platz, den Ort genießen. Und hier gibt es auch ganz, ganz viel tolle gastronomische, ja, Möglichkeiten, Highlights sogar. Ja, wir stehen ja hier direkt in dem Zentrum und du siehst ja den Platz hier. Im Sommer ist hier alles bestuhlt. Wir haben natürlich sehr, sehr viele Urlauber auch hier in Saarburg. Und das ist so das Zentrum. Hier spielt sich dann das Leben ab. Im Sommer natürlich, ganz klar. Im Winter natürlich in den Restaurants, logisch. Und wir stehen jetzt hier vor der Zunftstube. Und die Zunftstube ist ein Hotel-Restaurant, das die Pia auch komplett mit Boxspringbetten beliefert hat. Ich glaube, es sind 9 Zimmer. Und alle 9 Zimmer sind auch hier mit entsprechend guten Boxspringbetten von Pia ausgestattet. Und nicht nur das, wer es weiß, es gibt ja noch eine Besonderheit, nämlich für die Kunden von dir, von euch, die über 100 Kilometer wegkommen und bei euch ein Boxspringbett kaufen. Die bekommen nämlich auch was Leckeres zu essen und das Ganze findet auch hier in der Zunftstube statt. In der Zunftstube findet das statt, genau. Die Pia hat sich überlegt, also für Kunden, die von weiter her kommen, also über 100 Kilometer, die erhalten dann einen Gutschein und die können dann, wenn sie bei uns ein Bett gekauft haben, können die hier beim Giacchino, das ist also der Inhaber des Lokals und des Hotels, können die dann ein Abendessen oder ein Mittagessen genießen. Klasse. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, schauen uns das Ganze mal an, denn wir wollen auch sehen, wo es denn das leckere Essen gibt. Also hier in der Zunftstube mitten in Saarburg. Wir schauen mal, ob der Besitzer da ist. Wir gehen mal rein und ja, da ist auch schon jemand. Wow. Hallo, grüß dich. Tag. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Joachim Russo, bin 53 Jahre alt, wohne in Saarburg und habe auch unser Restaurant hier in Saarburg, die Zunftstube, seit 2013. Klasse. Und wir schwenken hier mal durch. Wow, also das sieht richtig schick aus hier bei dir. Ja, ist auch schön. Klasse. Das heißt, seit 2013 hast du das Ganze, das heißt, wurde das Ganze dann auch damals dann komplett umgemodelt, renoviert, restauriert? Nicht komplett renoviert, sondern wir haben Teile renoviert, weil wir wollten das Alte etwas erhalten. Wir haben ein bisschen was Neues dazu gemacht, Hotel ein bisschen renoviert und auch die Speisekarte ein bisschen verändert. Ja, das heißt, wir kochen sehr frisch und vor allen Dingen sehr regional. Ja, und das ist schon, klasse. Ist schon gut angenommen. Du hast gesagt, wir kochen. Ich zeig dich mal, du bist ja hier in Kochmontur. Das heißt, du bist auch hier für die... Du bist auch der Koch. Ja, klasse. Genau. Was sind so die Highlights hier bei dir? Was muss man bei dir gegessen haben? Also fangfrische Forellen, Saiblinge aus der Region, unser Fleisch aus der Region, also Gemüse, alles, was es hier gibt, wird auch hier produziert und eingekauft. Klasse. Raimund, ganz ehrlich, wie oft die Woche bist du hier? Ja, also in der Regel 1 bis 2 Mal. Im Sommer öfter, wie im Winter. Klar, im Winter geht man oft raus, aber im Sommer sind wir sehr oft hier, ganz klar. Und das Essen ist fantastisch, kann man wirklich schon sagen. Also ich empfehle das Rinderfilet in jedem Fall. Also das sollte man sich einmal im Monat gönnen. Okay, ja, klasse. Also wirklich total schöne Räumlichkeiten. Ich kann mir vorstellen, jetzt hier bei so einer tollen Lage hier bei dir, man sollte wahrscheinlich besser vorreservieren, oder? Also bei uns reservieren muss immer vorreserviert werden, vor allen Dingen im Winter. Im Sommer ist es eigentlich, habe ich nur 21 Tische draußen und dann ist die Fluktuation etwas angenehmer und dann geht das. Ja, aber Winter auf jeden Fall. Also unbedingt vorreservieren. Und was wir auch gerade eben schon erfahren haben, bei Raimund, bei Pia ist es so, von wegen Kunden, die weiter als 100 Kilometer vorbeikommen, ein Boxspringbett kaufen, die kommen dann auch in den Genuss deiner Kochkunst. Auf jeden Fall. Weil wir haben, sag ich mal, mit Trier 1,7 Millionen Übernachtungsgäste. Allein im Saarburg sind 350.000 im Jahr. Das ist schon extrem viel. Und deshalb brauchen wir dann auch gute Betten. Und die haben wir uns auch besorgt vor 6 Jahren. Und da habe ich mein ganzes Zimmer mit ihm seinen Betten ausgestattet. Du bist ja nicht nur Anführungsstriche wohlgemerkt, Restaurantbetrieb, nein, auch ein Hotel. Hotel, genau. Hotel. Und das ist schon toll. Vor allen Dingen kommen die Gäste auch alle hier unter Essen. Ne?
Das ist schon perfekt dann. Perfekt sogar, ja. Gute Kombination. Jetzt sind wir neugierig, weil natürlich wissen wir auch, dass in diesen Gästezimmern, Hotelzimmern auch Boxspringbetten von Schlaftrend stehen. Genau. Dürfen wir uns denn mal ein Zimmer anschauen? Natürlich. Dann gehen wir mal hoch. Ja, und schon sind wir hier im erste Etage des Hotels? Erste Etage, genau. Das ist die erste Etage. Wir haben um die 9 Zimmer, alle mit Boxspringbetten. Alle? Alle Zimmer, natürlich. Okay, wir dürfen eins mal reingehen, weil natürlich in anderen sind auch Gäste drin, die wollen wir jetzt nicht unbedingt stören. Nee, bitte nicht. Also die Boxspringbetten, die haben wir jetzt seit fünf, sechs Jahren schon. Und ich natürlich auch zu Hause und meine Kinder alle zu Hause, davon habe ich 4 Stück. Moment, das heißt, nicht nur deine Gäste nächtigen in diesen Betten, sondern auch ja. Du selbst? Ja, natürlich, absolut. Also seitdem hat meine Frau auch kein Kreuzweh und ich bin glücklich. Frau glücklich, Mann glücklich. Genau. Ja. Klasse, ja. Klasse. Und das heißt entschieden, also das heißt, du bist dann vorbeigegangen ja. Bei Schlaftrend, mal Probe gelegen? Ja, eine Probe, nee, ich habe mir direkt eins gekauft für zu Hause und habe dann, weil die sind ja auch sehr sympathisch und... die wissen, die sind vom Fach, wissen, was sie haben und haben mir das auch erklärt. Dann habe ich mir zu Hause eins gekauft, Probe gelegt und das war toll. Und dann habe ich dann gleich mal 7 Stück gekauft. Ich meine, so Kunden hat man doch gerne, oder? Hat man natürlich gerne, ne? Und natürlich ist es auch schön, wenn wir so viel Lob jetzt gerade erhalten. Und ja, die Resonanz ist natürlich auch der Lohn für unsere Arbeit, die wir da immer investieren. Ne? Und auch für Pia ist eine tolle Sache, klar. Das auf jeden Fall. Zu den Betten, hast du im ganzen Hotel, also in den 9 Zimmern, die gleichen Betten oder so unterschiedliche? Nee, wir haben die gleichen Betten. Wir haben jetzt von den großen Zimmern haben wir alle diese großen Betten, 2 auf 2 Meter, glaube ich. Und haben wir noch ein Einzelzimmer, das ist 1,40 auf 1 Meter. 2 Meter, Entschuldigung. Klasse. Und wie ist die Resonanz? Da gestern hast du gesagt, ursprünglich war der nicht so toll, aber inzwischen? Also Booking.com waren wir die ganze Zeit auf 8,4, sind jetzt auf 9,1, 9,2. Und allein nicht nur wegen den Betten, auch wegen meinem Essen natürlich und wegen unserer Freundlichkeit. Aber die Betten haben schon viel ausgemacht. Ja, sehr viel sogar. Ja. Ich zeig mal kurz ins Zimmer, das ist so wunderschön gemacht. Auch, man hat hier wirklich tatsächlich wieder Blick runter. Ja, auf den Platz, man kann, im Sommer ist bestuhlt hier draußen, sagtest du auch schon, das heißt, man kann direkt hier rausgucken, ist quasi direkt mitten im Geschehen von Saarburg dabei. Ich höre raus, du bist mehr als zufrieden von den Boxspringbetten, das heißt, du würdest auch jederzeit empfehlen. Natürlich, gerne. Das mache ich auch. Ich sage auch alle meine Gästen, wo sie ihn finden können. Er hat ja auch schon einige beraten und das finde ich absolut genial. Dann ist das schon toll. Klasse. Ja, so schnell kann es gehen. Einmal essen gegangen und schon 5, 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Boxspringbetten verkauft, ne? Ja, so ungefähr, ja, genau. Ja, als er jetzt gerade eben sagte, dass wir die Leute auch noch weiterhin beraten, wir hatten auch schon 2 Gäste, also 2 seiner Gäste, die hier übernachtet haben und die sind dann tatsächlich zu uns gekommen und haben bei uns ein Boxspringbett gekauft. Die waren zwar von etwas weiter weg, aber auch das lässt sich dann regeln. Gibt es da eine ganz kleine Lieferpauschale oben drauf? Normalerweise nehmen wir ja keine oder nimmt Pia ja keine Pauschale für das Liefern, das ist ja ein Preis mit enthalten. Aber wenn es dann deutlich über 100, 150 Kilometer geht, dann müssen wir halt eine kleine Pauschale berechnen. Haben wir den Leuten hinbekommen, gar kein Problem, die sind super glücklich. Ne? Ja. Sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, also ich bin wirklich auch sehr begeistert. Das Zimmer ist wunderschön, gemütlich, toll gelegen. Das Restaurant sieht richtig toll, gut aus. Jetzt müssen wir nur noch essen kommen. Jetzt müssen wir nur noch essen kommen, ja. Keine Sorge, ich werde garantiert noch essen kommen, vielleicht esse ich auch gleich noch. Aber wirklich total spannend und ja, auch vielen Dank, dass wir hier reingucken durften, dass wir uns das Ganze mal anschauen durften, auch was du gesagt hast. Ich muss dazu noch mal sagen, Raimund hat nicht dafür bezahlt. Nein. Nein? Er wird bestimmt wieder essen gehen bei dir. Nein, aber ganz ehrlich, nein, das sagst du alles wirklich aus Überzeugung. Und ja, natürlich. Die mich auch kennen, die wissen genau, das mache ich auch öfters, wo ich so ein kleines Video selbst mache und auch ins Internet oder Facebook setze. Also ich sage immer, versuche immer die Wahrheit und immer nett und freundlich zu sein. Wenn jetzt jemand mal nach Saarburg kommen möchte, mal lecker essen, sei es die Forelle fangfrisch oder Spezialitäten aus der Region hier bei dir, verrat doch den Zuschauern noch ganz kurz, wo können sie das am besten machen? Also in der Zungstube in Saarburg direkt am Wasserfall.
Genau, das kann man gar nicht verfehlen. Nee, kann man nicht verfehlen. Vor der Tür stehen zwei weiße Pavillons, also eigentlich gibt es die Zoom-Stube, gibt es auch schon seit 45 Jahren, also kennt die auch jeder und findet sie direkt. Und wer mal etwas länger in Saarburg bleiben möchte, um sich das Ganze mal anzugucken, weil es lohnt sich wirklich, sei es durch einen Wasserfall oder einfach mal die Gegend erkunden, einfach mal auf eine bekannte Suchmaschine gehen, Zunftstube eingeben, man wird euch garantiert finden und dann kann man auch vielleicht mal hier auf so einem tollen Boxspringbett hier in der Zunftstube übernachten. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, dass wir reingucken durften und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich bin gespannt. Raimund, auch dir wieder für den Dankeschön, für den tollen Ausflug. Aber eine Frage habe ich noch. Gibt es denn eigentlich jemand in Saarburg, der noch nicht auf Boxspringbetten von Schlaftrend nächtigt? Ja, natürlich gibt es da noch viele. Wir haben, die Pier hat so mittlerweile, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber über 1000 Betten verkauft in den 5 Jahren, in denen sie jetzt hier vor Ort ist. Aber natürlich, es gibt hier, glaube ich, über 100.000 Haushalte. Da ist noch jede Menge Bedarf. Und ich denke, wir werden noch ein paar Jahre, wird sie da mit zu tun haben, alle hier zu überzeugen und natürlich auch entsprechend mit Boxspringbetten auszustatten. Genau. Es ist noch Luft nach oben. Es gibt auch noch neben den Saarburgern ganz viele Rheinland-Pfälzer, Saarländer und auch Luxemburger. So, alle, die zugehört haben, es lohnt sich wirklich, ja, einfach mal vorbeikommen bei Schlaftrend. Genau, so ist es. Einfach bei uns in der Trierer Straße 9 vorbeischauen. Wie gesagt, die Öffnungszeiten Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis um 14 Uhr. Oder aber auch die Pia macht, wie gesagt, gerne auch Termine außerhalb dieser Zeiten, wenn jemand berufstätig ist und kann nur abends. Einfach sich melden. Auch im Internet findet man uns unter www.schlaftrend.de oder anrufen und dann Termin machen und dann funktioniert das. Jetzt haben wir uns eigentlich schon verabschiedet, aber der Raimund hat jetzt gerade noch eine großartige Idee, die möchte jetzt noch kundtun. Ja, Pia hat sich noch was Besonderes überlegt und zwar auch ein Gewinnspiel wie beim letzten Video. Da hatten wir ja 2 Nugget-Stützkissen verlost. Und für dieses Video hat die Pia sich jetzt überlegt, in Zusammenarbeit mit dem Giacchino und der Zunftstube werden wir für jeden, der unser Video liked und auch teilt, eine Verlosung starten. Und dann gibt es eine Übernachtung im Hotel Zunftstube und ein leckeres Abendessen, das wir dann spendieren. Wow, das ist ja mal ein Gewinn. Und natürlich wird das leckere Essen von dir gekocht dann auch. Natürlich. Wir machen auf jeden Fall eine fangfrische Forelle oder man kann sich das so aussuchen, wenn man keinen Fisch isst. Aber ansonsten wird halt sehr regional gekocht. Ich glaube, da fällt euch was Tolles ein. Das ist ja mal ein Mega-Gewinn. Raimund hat es gesagt, die ganzen Bedingungen für das Gewinnspiel findet ihr oben im Text, wenn ihr dieses Video hier auf Facebook seht, an alle YouTube und Saarland, Fernsehen 1 Zuschauer, einfach mal auf @saarland gehen, nach diesem Beitrag suchen. Ihr werdet oben sehen, die Bedingungen des Ganzen mitmachen, Bedingungen erfüllen und mit etwas Glück im Lostopf landen. Und nein, im Lostopf landet man auf jeden Fall, wer mitmacht. Aber dann mit etwas Glück gewinnen und dann hier toll übernachten und essen. Raimund, vielen Dank für dieses tolle Gewinnspiel. Schöne Grüße an Pia, dass ihr das ermöglicht. Und auch dir nochmal vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Erfolg. Bis dann. Ciao. Ciao.